Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich das Unboxing von der My Little Box Dezember Edition für dich und es ist die Make Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das komplette My Little Box Team. Ich darf tatsächlich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Box kostet 17,90 Euro im Monat. Wenn du das als flexibles, jederzeit kündbares Abo bestellst und mit dem Code CLAUDISWELT5 bekommst du ganze 5 Euro Rabatt nochmal on top. Und ja. Ne? Das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Das ist ein satter Rabatt, würde ich mal so sagen. Hier haben wir dann tatsächlich die Box, die ich etwas rabiat aufgerissen habe. Genau, das ist der Umkarton und da haben wir im Umkarton eingedruckt, dass es die My Little Box X Mag Edition ist. It's a kind of magic. Leuchtende Augen, unvergessliche Momente und lang gehegte Wünsche, die endlich in Erfüllung gehen. Eine ganze Welt voller Magie liegt dir zu Füßen. Entfessle sie jetzt. Man konnte sich als Abonnent auch tatsächlich da Farben aussuchen. Ich habe jetzt tatsächlich eine Überraschungsbox auch für mich tatsächlich. Ich weiß nicht, welche Farbe ich bekommen habe. Und das sieht schon mal enorm schön aus, wenn man das so auspackt, ne? Gerade als Dezember-Edition, so Weihnachten und so, finde ich echt schön. Und hier haben wir so eine Pouch drin oder Pouch, eine Tasche. Finde ich mega cool. Genau, hier habe ich auch nochmal einen Flyer drin. Wenn du der Magie fröhlich die Tür öffnest, wirst du sie überall finden. Ein Zitat von Olivier Lucaire. Und da sind tanzende Menschen drauf. Ein Bild, was man heutzutage relativ selten sieht in der Zeit des Lockdowns. Aber gut, wir gucken mal, ob diese Box mich zum Tanzen bringt. Ich finde diese Tasche schon mal... Upsala. Ich muss das hier zur Seite stellen, sonst Schwerkraft und so. Die Tasche finde ich mega schön. Boah, ist die schön. Das ist halt wirklich so eine Tasche ohne Henkel, die du einfach so dann, ne, im Abendkleid kombiniert und dann trägst du sie so. Kannst du so weiterverwenden, ne? Oder ist da noch ein Henkel mit bei? Nee, das ist nur hier so ein Griff zum Halten. Dann kannst du es so lässig rumhängen lassen. Ist auch glitzernd von innen. Mega. Hat hier so einen Druckknopf. Also die Tasche finde ich schon mal schön. Ich mache das ja ansonsten sehr gerne, dass ich solche Umtaschen, Umverpackungen, wie auch immer, sehr gerne verwende, wenn ich Verlosungen mache. Dass ich die dann quasi als Füllmaterial in die Box mit reinpacke, wo die Produkte eingepackt sind, damit man halt Müll spart. Das hat My Little Box ja in dem Sinne gemacht. Aber ich glaube, die werde ich behalten, weil die so schön ist. Die kann ich mir echt zu so vielen Dingen so schön vorstellen. Das ist so ein Samtrot. Würde sogar zu meinem Pullover heute passen. Extrem schön. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir gucken jetzt rein. Hier steht auch drin My Little Box X Mag. So. Als erstes, also wir haben in der My Little Box Produkte von My Little Beauty, also von My Little Box selber, von der Eigenmarke mit drin. Die kann man sich nachkaufen auf der französischen Seite der My Little Box, glaube ich, also mylittlebox.fr. Da gibt es extra einen Onlineshop, das heißt, da kann ich euch auch die Preise zu raussuchen. Ansonsten haben wir hier ja nicht wirklich Preise, die ich euch als Referenzen mitgeben kann. Ich werde es trotzdem so machen, dass ich am Ende des Videos mal so die kompletten Werte und Relationen der ganzen letzten 12 Monate, inklusive diesem Monat, mit einblenden, dass ihr einfach gucken könnt, wie sich das verhalten hat. Und und wir haben hier dekorative Kosmetik, pflegende Kosmetik und Lifestyle-Produkte mit drin. Das Lifestyle-Produkt war dann jetzt in dem Sinne wahrscheinlich die Tasche. Und hier habe ich als erstes oder zweites vielmehr Cloud and Proud. Luftiges Reinigungsmousse fürs Gesicht, 99% natürliche Inhaltsstoffe, 110 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist ein Reinigungsschaum. Finde ich ganz angenehm, benutze ich gerne zum morgens mein Gesicht reinigen oder zum Double Cleansing, nachdem ich einen Abschminkbalm verwendet habe. Wo steht es denn auf Deutsch? Granatapfel, schwarzer Rettich und Präbiotika. Unter seinen vielen Bubbles verbirgt sich ein ganzes Einsatzkommando. Da wäre der schwarze Rettich der Giftstoffe... Achso, da wäre der schwarze Rettich, der Giftstoffe abtransportiert und gründlich reinigt. Ich dachte schon so, was?
das fleißige Präbiotikum auf Zuckerbasis, das die Flora deiner Epidermis auf eine gute Grundlage stellt. Und last but not least unser Guru, der Granatapfel, der mit seinem Vitamin C Boost den Teint erhält. Einfach in den Händen aufschäumen und morgens und oder abends auf die feuchte Haut auftragen. Augen schließen und sanft Gesicht und Hals mit dem zarten Mousse massieren. Anschließend mit warmem Wasser abspülen und sanft trocken tupfen. Nett. Ich mag diese Produktbeschreibung immer, ich sollte mir aber definitiv hier mal eine Brille hinlegen, weil ansonsten hänge ich hier immer vor wie so ein Maulwurf. Ja, weil ich ja eine Brille brauche, ne? Aber finde ich ganz cool, so ein Reinigungsprodukt, ne? Das können wir immer ganz gut gebrauchen. Dann kommen wir jetzt hier zum MAC-Produkt und hier habe ich in der Farbe 646 Marrakesch ein Matte Lipstick. Das ist dieser hier. Ich muss mal eben kurz in meiner Lippenstiftsammlung schauen, ob ich den nicht vielleicht schon habe, weil mir kommt gerade dieses dunkle Rot, was übrigens auch sehr an das erinnert, was ich auf den Lippen trage und was ich so anhabe, bekannt vor. Tatsache, den habe ich schon, ja. Genau, ich swatch euch dann einfach mal meinen, den ich hier habe. Das macht dann am meisten Sinn. Ist eine wirklich schöne Farbe, ne? Also sowas mag ich ja, wie man unschwer erkennen kann. Die MAC Lippenstifte haben eine wundervolle Textur. Also das ist extrem cremig, schön langanhaltend. Nicht zu glänzend, aber auch nicht zu matt. Und ich finde die wirklich toll. Ne? Deswegen eine geile Geschichte. Und ja, schade, dass ich mir die Farbe nicht aussuchen konnte. Aber gut, ich habe schon ein paar MAC Lippenstifte da. Ne? Ich mache ein paar Adventskalender auf, immer mal wieder. Es folgen tatsächlich noch welche, auch nach Weihnachten, Leute. Ne? Da ja, bleibt kein Auge trocken bei mir. Okay, hier ist noch ein Flyer drin. Komm, den machen wir jetzt als erstes. Wow, eine Geschenkkarte im Wert von 15 Euro. Jetzt du. The Magic Power of Make-up. Nicht erst seit diesem Jahr wissen wir, dass Schönheitsideale längst überholt sind und wir selbst definieren können, wie wir uns ausdrücken wollen. Die Zeit ist gekommen, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen, neue Farben und Formen auszuprobieren und für uns neu zu definieren, was schön ist. Das finde ich so wahr. Leute, echt, ne? Ich habe mir heute auch einfach mal einen blauen Lidschatten drauf geknallt, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte, ne? Muss auch mal sein. Mit Make-up kannst du ausdrücken, wie du dich fühlst und der Welt zeigen, was Schönheit für dich bedeutet. Die Magie liegt in deiner Hand. Jetzt bist du dran. Ja, geil. Und hier sind dann einfach so ein paar, hier, Global Senior Artist Angelo Roseo hat zu jedem Look den passenden Geheimtipp für dich parat. Und da sind einfach vier wunderschöne Ladies abgebildet, die jede für sich einen wirklich tollen Look hat. Und das finde ich klasse. Das finde ich schön. Das mag ich gerne. Das mag ich. Hast du schon gewusst, dass Make-Artists auch online für dich da sind? Frage die Make-up-Artists, was du schon immer über Make-up wissen wolltest, ganz bequem von zu Hause aus. Entdecke jetzt die digitale Make-Me-Up-Services auf macosmetics.de/chat-live und buche dir deine kostenlose 20-minütige persönliche Beratung mit deinem Make-Make-up-Artist im Videochat. Das finde ich ja cool. Und dann hast du gleichzeitig auch noch, wenn du beim MAC online oder im Store einkaufst, ab einem Einkaufswert von 31 Euro, hier diese Geschenkkarte im Wert von 15 Euro. Das heißt, du musst dann für 46 Euro was kaufen wahrscheinlich, oder? Nee, also du musst dir für 31 Euro was kaufen. Ach, im Prinzip zahlst du dann nur 6 Euro. Das finde ich ja cool, ne? Ja, da ist natürlich ein persönlicher Code drauf. Werde ich auf jeden Fall einlösen. Das finde ich nice. So, jetzt habe ich hier noch zwei Produkte drin. Ne, drei. Hier ist noch was von MAC drin. Komm. Das ist jetzt ein Mono-Lidschatten. Mono-Lidschatten werde ich tatsächlich übers ganze Jahr sammeln. Und dann mache ich einen Mono-Lidschatten-Adventskalender. So wie ich das dieses Jahr mit dem Parfüm-Adventskalender gemacht habe, den ich verlost habe. Der übrigens auch schon angekommen ist, wo sich die Gewinnerin schon bei mir gemeldet hat und gesagt hat, sie probiert jetzt kräftig aus und sie freut sich wie Bolle. genau, hier habe ich nämlich einen MAC Mono-Lidschatten. Und zwar 1,5 Gramm. Welche Farbe bist du denn? Swiss Chocolate Matt. Ist schön, ne? Schweizer Schokolade in Matt. Ist ein schöner dunkler Braunton, leicht ins Rotstichige. Mag ich auch gerne, aber ich mag halt keine Mono-Lidschatten. Da bin ich ehrlich, ne? Das heißt, der wird jetzt zur Seite gelegt und zusammen mit anderen Monos verlost irgendwann mal. Vielleicht als Adventskalender, vielleicht als Box, ich weiß es noch nicht. Dann habe ich hier I Got a Secret. Le Crin de Rouge à Lèvres.
das Lippenstift-Etui. Die Lebensaufgabe dieses Fashion-Etuis ist es, deinen Lieblingslippenstift zu hüten. Als Belohnung fängt er gern dein Lächeln in seinem kleinen Spiegel ein. Und hast du ihn in der Tasche, so ist er immer bereit, dich bei der kleinsten Nachbesserung zu unterstützen. Siehst du, das ist auch nochmal so ein Lifestyle-Produkt, das gucken wir uns mal an. Wenn wir es denn dann aufkriegen. Sowas ist ganz praktisch für zwischendurch tatsächlich, das stimmt wohl, ne? Und wie wir ja gesehen haben, in diese Pouch passt es wirklich gut rein. Ach, süß. Open for Magic steht hier hinten übrigens drauf. Das finde ich auch hübsch. Das ist süß. Oh mein Gott, das glitzert und funkelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das sieht schön aus. Und da hast du jetzt auch nicht irgendwie ein Problem, dass dir dann die Kappe abgehen würde und dir dann der Lippenstift alles zuspackt oder sonst irgendwas. Das mag ich leiden. Doch, das kommt dann auf jeden Fall mit auch in die Pouch. Oh, man fühlt sich so edel mit sowas, Leute. Und dann haben wir hier das nächste. Tell me everything. Le bracelet qui feront parler d'eux. Ach ja. Zwei Armbänder, so schön und stark wie du. Zwei geheimnisvoll verschlungene Kreise an einer betörend zarten Kette, dazu eine robuste Statement-Chain, die so stark ist wie du. Zusammengetragen enthüllen diese beiden Schmuckstücke deine vielfältigen Facetten. Ah, Leute, und noch mit einer Alliteration. Zack, und mit dem Herzchen zugeklebt. Ah, das ist ja dann, da hat man mich, ne? Oh, das ist aber wirklich hübsch. Das mag ich, das ist eine schöne Kombi, ne? Kannst du zusammentragen oder solo. Ich bin zwar nicht so der Ultra-Fan von Armbändern, das sieht man halt tatsächlich auch sehr, sehr selten an mir. Deswegen werde ich die auch irgendwann mal verlosen demnächst oder in einem Tauschpaket weitergeben oder so. Aber es ist schon süß gemacht, ne? Also es wäre auch tatsächlich ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ich dieses Jahr Weihnachtsgeschenke verschenken würde. Aber dieses Jahr habe ich mir mit meiner Familie etwas anderes überlegt. Also ich habe den Ende November hat jeder einen Adventskalender bekommen und das ist dann quasi das Weihnachtsgeschenk. Aber es ist schon eine schöne Geschichte, ne? Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mal ein Knaller, oder? So nochmal zum Ende hin, die Kooperation mit MAC. Ich weiß nicht, ob die das immer im Dezember machen. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Ich habe die leider zu kurz im Abo, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, in den letzten 5 Jahren war das immer im Dezember, dass die da die MAC-Edition gemacht haben. Ich finde, dass es aber super gelungen ist. Ich mag gerne die Pouch. Ich mag gerne dieses Lippenstift-Etui. Den Lippenstift hätte ich gefeiert, wenn ich ihn selber noch nicht da gehabt hätte. Da hat meine Little Box echt einen rausgehauen, oder? Lasst mich gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren wissen. Da können wir uns gerne mal austauschen. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich darf auch eine My Little Box verlosen, habe ich gesagt, glaube ich, ne? Ich weiß aber nicht, ob es die Dezember-Edition ist. Ich glaube es nämlich nicht, dass die dann rausgeschickt wird. Ich glaube, es wird dann die Januar-Edition sein. Ja. Denn ich bekomme sie ja nicht hierhin. Das wird dann ja von My Little Box selber versendet. Ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing von der Dezember-Box. My Little Box. Box. Und ich bin geflasht, wie man merkt. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!